Hallo und willkommen, liebe Giftmischer-Freunde. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Potion Craft, unserem kleinen Alchemistenlabor, bei dem wir wieder herausfinden wollen, mit welchen wunderbaren Tränken wir unsere Kunden denen helfen können. Und damit natürlich auch Geld verdienen, damit wir unseren Apparat bauen können, um den Stein der Weisen zu finden. Vor allem unser Bankkonto aufzufrischen. So. Wir haben eine Runde geschlafen. Ich war auch schon mal im Garten, habe hier Eichhörnchen gejagt und die ganzen Blumen eingesammelt. So, wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt hier mal freigeschaltet auf der Karte. Hier sieht man noch viel zu tun. Hier haben wir so einen komischen Hüpftrank gemacht, zuletzt auch. Starken Hüpftrank. Wachstumstrank müsste man mal verbessern. Da habe ich nur einen einfachen. Und ich würde gerne natürlich nochmal weiter forschen. Was gibt es noch für Tränke hier? Was kann man vielleicht noch optimieren? Den magischen Sichttrank haben wir ja ziemlich günstig gekriegt, zum Beispiel, ich gucke. Aber den Schlaftrank, der war recht teuer mit den Ingredienzien. Man muss ja auch mal gucken, wenn man diese Sachen jetzt kaufen würde bei der Händlerin. Was wird mich das kosten und was kriege ich für das Ding, wenn ich es verkaufe? Das kann teilweise sein, dass ich hier mehr immer an Kräutern reinstecke, als ich am Gewinn mache. Das ist schon Blödsinn. Vor allem, wenn ich so Sachen benutze, die ich wirklich immer nur kaufen muss, weil ich sie nicht finde in meinem Garten. Aber ja, so ist das nochmal. Dann habe ich hier diesen komischen Trank gefunden, mit diesem Schildtrank oder was das war, ne? Den habe ich auch schon verkauft jetzt inzwischen. So, dann müssen wir mal weiter gucken. Also, was wir hier sonst noch so alles finden können. Jo. Aber gucken wir erstmal, was gibt es denn im Laden heute wieder für interessante Sachen? Hab Kristalle, gut, Qualität, teuer. Ah, so mag ich das. Ausschweifende Gespräche. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Okay, ein bisschen was. Sieht aus wie Kekse, schmeckt wie Dreck. Okay, das finde ich mal gut. Tja. Da kann man so strack nach unten, ne? Das macht's aber auch. Ja, das macht es auch immer teuer, so ein Ding. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich gebrauchen kann, muss ich sagen. Damit kann man gut nach links gehen. Es gibt nicht so viele, mit denen man nach links gehen kann. Ne? Das ist auch so eine Sache. Gibt es eigentlich immer nur das Feuerglöckchen so wirklich? Hm. Aber es macht es natürlich teuer, wenn ich jedes Mal so einen Kristall kaufen muss. Und der kostet natürlich auch ein paar Tacken, ne? Hm. Um mal was zu erforschen, ist das ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Ja, kaufe ich mir lieber Kräuter, glaube ich. Ich muss schnell und sicher einen Berg herabsteigen. Sicherlich fällt dir etwas ein. Hä? Du musst ja erstmal raufkommen, oder? Naja. Was soll mir einfallen? Ein Fallschirmtrunk? Keine Ahnung. Runterhüpfen? Nee, hüpfen will er nicht. Ich muss schnell und sicher einen Berg herabsteigen. Achso, wahrscheinlich etwas, mit der fliegen kann. Haben wir sowas? Wir können mal Blitz schlagen lassen, dann ist auch schnell ein Berg runter, aber nee, da habe ich nichts. Keine Ahnung. Ich möchte eine Falle bauen, der Eindringlinge kleben bleiben und sie nicht mehr loslässt. Ich baue den Falle-Mechanismus, aber ich brauche einen Trank, der die Falle klebrig macht. Watch the hell. Ein Klebetrank? Ah. Oder? Nee, weiß ich nicht. Wir können ihm einen Verlangsamungstrank geben. Hervorragend. Dieser Trank, das ist für mich jetzt nicht. Na gut, es sind Spinnweben auf dem Ding. So eine richtige Beschreibung der Tränke haben wir ja auch nicht, ne? Ja, okay. Vom Text her hätte ich jetzt was anderes gedacht. Ne? Aber okay, wenn der Trank nicht nur verlangsamt, sondern auch verklebt. Wenn er das will. Das Kundenwunsch ist an Himmelreich. Dann gucken wir mal, ob wir den für möglichst viel Verlust den verkaufen können. Jö, ich habe Gewinn gemacht. Da habe ich mich verklickt. Okay. Ich brauche einen Feuertrank, den ich in eine Höhle mit Monster schleudern kann. Also wahrscheinlich, wo seine Schwiegermutter drin wohnt. Und was wir da haben? Feuertrank. Feuertrank haben wir im Angebot heute. Für nur 64 Knorke Goldstücke. So, du Brandstifter. Den wollen wir auch nochmal ein bisschen beim Geld ausgeben beschleunigen. Na, nicht geklappt. Das ist peinlich. Hallo, ich habe da wirklich fantastische Pilze mitgebracht. Wirf mal einen Blick drauf.
Hey, fantastische Pilze. Hexenpilz. Okay, den nehmen wir. Die machen mal so schöne bunte Farben, wenn man die gegessen hat. Ich hab die jetzt nicht gehört. Der ist auch günstig, dann glaube ich, den braucht ihr auch für irgendein Rezept. Komm, ich nehme von jedem mal hier einen mit. Wir haben ja ein bisschen was. Der braune Pilz, den nehmen wir auch. Hexenpilz, ich glaube, die habe ich nicht. Ne? Nee. Dann nehmen wir auch nochmal einen. Super. Gut. Gut, zumindest haben wir jetzt von jedem Pilz mal wieder was. Ich brauche halt einen Trank, der magische Kräfte verleiht. Du siehst auch aus wie der typische Zauberer. Naja, gut. Haben wir dem Angebot heute? Der magische Gedönstrank. Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Scheiße. Ja, können wir es leisten, ne? Da brauchen wir, für den brauchen wir diese Pilze. So, mein Freund, nicht Zauberer. Ich brauche Geld. Ich brauche ein neues Motorrad. Hier, bitteschön. Das hat auch nicht funktioniert. So, ich möchte eine Klinge, ein stärkeres Gift tauchen. Meine Feinde sollen sich vor Agonie winden. Ja. Okay, dann sollen sie. Wie wär's mit einem Schlaftrunk, mein Fräulein? Das ist ein Typ. Noch nicht. Hat's, Ausbuchtungen oben. Achso, Gift. Ja, sorry. Habe ich jetzt komplett. Ich war noch bei dem anderen Kunden. Ein leckeres Giftchen. Hm, dann brauchen wir hier diesen roten Pilz. Oh. Okay. Das war bei letzter. Welche Nacht brauche. Dann. Na gut. Zumindest scheint das ehrlich zu sein, sonst wird das mehr bringen. Ah, da habe ich zu spät aufs Grüne geklickt. Scheiß drin. Da bin ich mal zu langsam. So, was will denn ein Auge hier? Es gibt einen Wächter, der hat es mir, der es mir sehr schwer macht, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen muss. Ich will ihm etwas ins Essen tun, damit er mir für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt ist. Aber ich will ihn nicht töten. Erstmal ein Schlaftrank, du Schnarse. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen mit dem falschen, verdammt. Ich muss hier mal so einen falschen Trank brauen. Wow, 2 Gold, glaube ich. Falchentrank oder Falchentrank? Also, ja. Ich bin ein Kampfmagier. Es gibt verschiedene Tränke, die man Mana nach dem Kampf wieder auffüllen kann. Ich brauche ein paar Extras, nur für den Fall der Fälle. Normal Mana-Trank oder nicht? Oder was? Gibt's da noch was anderes? Ja, scheiße, gib mir wieder die Pilze aus hier. Hier, du. Hier, nimm einfach. Ist mir jetzt auch egal. So. Raus aus meinem Laden. Ich muss jetzt Inventur machen. So, tschüss. Ach, diese lästigen Leute. Wenn die nicht Geld bringen würden, ist ja alle. Also, ich weiß nicht. So, ich wollte hier eigentlich einen neuen Trank brauen. So, mal gucken, was es hier oben gibt. Ich vermute, dass hier auch noch irgendwas ist. Hier ist Problem ist, hier ist sehr viel von diesen Knochenfeldern. Hm. Ist manchmal echt tricky. Hier sieht man das sogar total einfach. Du hast aber nur nicht die Sachen, die wirklich so stark nach unten gehen. Das ist immer so ein Schwirbel, Schwirbel, Schwirbel. Hier muss auch noch irgendwas Interessantes sein. Schätze ich mal. Hm. Irgendwo hatte ich noch eine Flasche gesehen. Ist auch sehr versteckt alles. Hier. Da war auch noch was, was immer das ist und wie man da hinkommt. Das ist ein verdammt langer Weg. Alter Falter. Hm. So. So, lieber erstmal nach oben. Schmömp, schmömp, so. Ha!
Das wollte ich gar nicht. Quatsch. So, das wollte ich eigentlich. Ich dödel. So, einmal hier Stampfi, Stampfi. Und nicht wieder auf die Finger hauen. Das tut immer weh. Da ist an den Knochen vorbei. So. So, das haben wir schon mal geschafft. Dann müssen wir mal schauen. Könnte mit dem ein schönes Stück nach oben. Nur mit dem nochmal. Da können wir hier hin. Und da eher dahin. Hm. Hier kommen wir wieder den Knochen nah. Das macht's aber wieder teuer. Das mal so, aber nicht ganz. Also bis hier vielleicht. Um so nach oben zu kommen. Was da passiert. Weil das Wasser weg ist, immer nehme ich hinüber. Da ist was. Look at this. Here is something and a thing. Oder? Das ist kein Buch. So, dann müssen wir noch nach oben. Ugh. Nicht immer daneben. Die ganze Tischplatte kaputt gemacht. So. Hurra. Oh. Oh. Haha, da ist was. Oh, aus Versehen einen Talentpunkt bekommen. So. Jetzt müssen wir noch nach links. Das können wir hier einfach machen mit einem Feuerbläumchen. Aha. So. Ja, okay. Das sind altgriechische Zaubersprüche. So. Ja, oder? Oder noch was? Noch unten? Nee, oder? Dann würden wir... Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Wir dürfen nicht zu viel machen, damit wir einen höherwertigen Trank auch kriegen. Das ist wieder Millimeterarbeit. Hua! Jetzt hätte ich fast die Maus nicht losgelassen. So. Schmuggel, Schmuggel. Hey! Ein Schutzzauber! Ich habe einen neuen Effekt. Starker Schutzzaubertrank. Schutzzauber? Hier sind unsere Herzchen drauf. Das ist eigentlich Kartenverfolgung. Hm, keine Ahnung. Schutzzauber? Ich stelle mich eher nach einem Liebestrank aus, oder? Blöd ist, ich kann das Rezept nicht speichern, weil mir die Seiten in dem Buch fehlen. Was haben wir jetzt alles dafür gebraucht? Das sind alles Grundzutaten. Das ist nicht so schlimm. Das teuerste war jetzt dann der Schattenpfifferling. Die wachsen eh nach und die auch. Okay, das Rezept ist jetzt nicht allzu teuer.
Aber Schutzzauber? Also für mich sieht das noch ein Liebestrank aus, oder? Ein Herz mit einem Pfeil durch? Hm. Warum heißt er denn so? Okay. Ein scharfer Schutzzaubertrank. Oh, wir haben ein Ziel erreicht. Das ist nicht schlecht. Schutzzauber. Hm, ist das vielleicht nicht gut übersetzt oder was? Also für mich sieht das nach einem Helibis-Trank aus. Hm. Jetzt müssen wir also noch ein Säure- und einen Berserker-Trank machen. So, dann müssen wir irgendwie der Boyband beitreten, wenn wir beliebter werden. Oder in irgendeiner RTL-Show auftreten, 100 Mal hintereinander. Sammle eine große Menge Erfahrung. Okay, das werden wir irgendwie noch hinkriegen. Ein Trank mit 3 Effekten. Da frage ich mich noch, wie das gehen soll. Und dann, ja. Das wird auch lange dauern, glaube ich, weil da brauchen wir sehr viel Geld. Da brauchen wir sehr viel Geld, weil... Nicht wahr? So, okay. Aber wir haben zumindest diesen komischen Zauber gemacht. Schutzzauber. Also für mich ist das ein Liebestrank. Übrigens. Also von der... Oder tja. Der Aufkleber stimmt nicht. Kann natürlich auch sein. Aber eigentlich passt das immer, was drauf ist. Hm. Keine Ahnung. Das liegt mit dem Herzchen dieser Heilung. Hm. Kann man den nicht machen? Einfach ein Klump hier. Hm. Wo sind denn die? Ja. Ach, wir können ja aufsteigen. Ach, haben wir ganz vergessen. Naja. Set me look about this here, people. Hm. Plopp, das haben wir gekriegt. Das müsste reichen, denke ich. Nochmal ganz vorsichtig. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Pixel bewegt. So, ein Heiltrank, einen starken. So, ich glaube, der hat mich jetzt auch nicht so viel gekostet. Bis auf diesen Pilz. Naja, okay. Das war jetzt billiger als das Rezept letztendlich hier. Und da habe ich 2 Pilze für gebraucht. Und wenn wir hier so Grundzutaten benutzen, wie das hier und auch hier die Terraria, die wachsen in unserem Garten nach. Das ist dann nicht ganz so teuer. So, gucken wir mal, die lästigen Kunden wollen nichts mehr. Okay, dann können wir mal ins Bett gehen. So, gute Nacht, Kinder. Flop. So, dann schauen wir mal, dass der Garten uns Wunderbares wieder an seinen Früchten uns gespendet hat. Hier haben wir wieder mal ein Pilzchen. Ist der hier, ne? Dryadensattel oder so. Die haben wir auch wieder, das ist gut. Hier haben wir nochmal Pilze. Wenn nicht, wird der nochmal anzeigen würde, was man jetzt da eigentlich gesammelt hat. Aber okay. Das ist nur Gras. Das haben wir abgepflückt. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen was. Mhm, Wasserblüten. Da könnte man schon ein bisschen mehr sein für meinen Geschmack. So. Das wollen jetzt unsere Kunden heute wieder. Die stören alle schon wieder. Ich muss ein Feuer legen und es muss funktionieren. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ein Feuertrank ist die beste Option in dieser Situation. Wie einfach mal so? Ich muss ein Feuer legen, das ist alles oder was? Spinn's wohl, geh nach Hause. Geh anderen noch einen Sack hier. Einfach ein Feuer legen. Den Brandstifter.
Mein Stifter! Ich glaube, die Nummer von ihm mal aufschreiben. Mein Mana schwindet. Ich muss seine Macht wiederherstellen. Wo ist denn hin? Dann passt doch besser drauf auf. So. Jo, haben wir genug Zutaten? Ach, der Pelz. Ja, mal gucken. Da habe ich nur noch einen von. Mag ich ja jetzt ungern, aber na gut, mach mal. Müssen ja leider auch Geld verdienen. So. Sollen wir nochmal falschen? Ich weiß nicht. 73 könnten wir so bekommen. Jetzt haben wir 74. Wow! Es lohnt sich doch überhaupt nicht. Holzfäller fällen unsere Wälder. Die neuen Bäume werden Jahre brauchen, um zu wachsen. Hast Zeit, das um ihr Wachsen zu beschleunigen. Oh ja. Hier, das kann man gut als Potenzmittel benutzen. Viel Spaß. So, sie ist glücklich. Für eine Frau glücklich gemacht. Endlich mal nach 20 Jahren. Ich muss einen hohen Turm besteigen, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Gibt es einen Zaubertrank, der mir dabei hilft, es zu schaffen? Warum sprichst du so heiser, Frau? Sag mal, was habt ihr keine Leitern in eurem oder Treppen in eurem Haus da oder was? Einen Turm besteigen. Ja, dann nehmen wir normalerweise eine Treppe. Was habt ihr denn für einen Architekten? Ich spinne nur alle. Naja, gut. Ist egal. Wenn ihr uns Kohle bringt, ist mir das jetzt auch egal. So. Ich muss da hochhüpfen. Da kommt doch so eine Idee. Hi, hast du irgendwelche Blumen, Kräuchere, Wurzeln? Zeig mir deinen, Kräuter, wollte ich sagen. Kräuter, natürlich. Wohl gar nicht hässlich ist. Davon haben wir. Ja. Die haarige Banane. Wo wir gerade von unanständigen Sachen reden. Ich vermute fast mal, dass man den für den Liebestrank braucht. Woll, falls ihr versteht, was ich meine. So. Warum haben wir den Mangel? Da haben wir nicht viel von. Was ist das für ein Ding? Die Eisfrucht. Haben wir zwei immerhin. Dann haben wir hier diesen Knöterich und die Lavawurz. Haben wir zumindest einen. Wie viel habe ich noch davon? 20. Die Windblüten sind immer ein bisschen. Das heißt, die Preise steigen hier wahrscheinlich, ne? Wenn das so da steht. Würde ich mal ein paar nehmen. Die habe ich immer zu wenig für meinen Geschmack. Da haben wir einen. Nehmen wir noch mal einen mit. Gerne hier dafür auch noch mal einen Ersatz. Die klobige Rübe. Haben wir zwei. Und dieses Schnickschnack da habe ich auch noch nicht aufgebraucht. Da habe ich auch noch zwei. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Eisfrucht haben wir auch noch. Die haarige Banane. Ich nehme mal eine mit. Ich falsch es nicht. So. Zurück, Schnuckiputzi. Auf Wiedersehen. So. Eine Bande von Halsabschneidern auf der Suche nach mir. Ich glaube, sie haben mich schon aufgespürt. Ich muss mich schnell verstecken, verschwinden. Verstehst du, was ich meine? Spielst du irgendeinen Hollywood-Film mit? Ich muss verschwinden. Wir können ihr einen Gifttrank geben, dann verschwindet sie für immer. Aber verschwinden? Ein Trank, der unsichtbar macht, habe ich nicht, glaube ich. Oder? Und ist das sowas hier? Dass man sie nicht sieht. Nee. Verschwinden. Nee, da wisst ihr jetzt nicht, was das sein sollte. Ich kann sie explodieren lassen. Verschwindet sie auch. In mehreren Teilen dann. Das ist wahrscheinlich nicht in ihrem Interesse, würde ich mal sagen. Nee, da kann ich jetzt leider nicht helfen. Unsere Apfelbäume wollen einfach keine Früchte tragen. Vielleicht können wir sie mit etwas Besonderem gießen. Draufpinkeln, das hilft immer. Ich habe auch so gemacht im Garten. Das wächst alles wie, naja. Wachstumstrank. Haben wir den im Buch oder hatte ich den einfach nur so aus Spaß gebastelt? Da
Genau, wie auch im Buch. Oh mein Gott, ich kann ihn brauen. So, mein Freund. Gieß ihn dir auch auf den Kopf. Nee, den brauche ich nicht. Hä? Das wäre doch jetzt was für die... Mit die Früchte wachsen, oder nicht? So ein Wachstumstrank. Was will er denn? Am Ende kommen die immer mit Sachen, die kein Mensch weiß. Hm. Malertrank, wisst ihr jetzt auch nicht. Früchte tragen. Also wenn er keinen Wachstumstrank braucht, weiß ich es jetzt auch nicht. Das wäre jetzt für mich jetzt logisch gewesen. Das ist ja so ein Dünger für Pflanzen. Das geht nicht. Okay, halt. Du sagst pinkeln, einfach pinkeln. Ich brauche einen Trank, der magische Kräfte verleiht. Und schon wieder? Was macht ihr alle? Zauberwettbewerbe oder was? Ich glaube, ich habe keine Zutaten mehr für den Driss. Nee, geh nach Hause. Zauber da mit deinem Zauberstab für dich. Ich brauche einen Trank, der dafür sorgt, dass mein Feind vom Blitz getroffen wird. Ja, wenn er die gleiche Rüstung trägt wie du, ist das einfach. So, stell dich einfach beim nächsten Gewitter unter eine Eiche. Und dann viel Spaß. So, tschüss. So, jetzt sind wir auch los. Halleluja, ey. Das ist, Kundschaft ist so lästig. Dann direkt, wenn wir so eine Falltür mal einbauen vom Tisch. Aber das Problem ist, hier kommen wir dann ans Geld. So. Die sind mal alle losgeworden. Das ist schon mal wieder gut. Aber die wieder für Tränke wollen, ich weiß es nicht. Zumindest haben wir jetzt diesen Schutzzauber mal gemacht, obwohl das für mich immer noch ein Liebestrank ist. Also da bin ich da echt also, hin und her gerissen, was das dann wirklich sein soll. Müssen wir mal gucken, wenn mal ein Kunde kommt, der sowas braucht, mit Verlieben oder Schutz vor irgendwas, was, ob das Ding dann richtig ist. Was der eben wollte mit den Äpfeln, komisch. Also der Wachstumstrang wäre für mich jetzt logisch gewesen, muss ich sagen, aber gut. Wenn die Wilde hat schon. Hm. Also hier ist auf jeden Fall noch was. Aber wie kommt man da hin? That's the question. Mit dem kann man zumindest schon mal bis da. Man muss ja auch nicht immer das voll nutzen, ne? Von den, was die können, die Tränke. Also runter kämen wir, aber... Ja, müsst ihr denn hier so rum mit so einem Bogen oder von hier unten kommen? Aber das ist wahrscheinlich noch länger, wenn man von hier aus geht. Ja, dann musst du auch runterkommen noch. Das kämpfst du hier mit. Und dann musst du nach links mit der Feuerblume kannst du das machen. Hm. Muss aber erstmal hier lang kommen. Ach, die Banane. Das muss ich noch überlegen, wie wir da hinkommen. So, haben wir da noch irgendwas hier was man irgendwo erkennen kann hier am Rand? Hier ist was, oder? Ja. Kommen wir jetzt da lang, ey. Uiuiui. Hm. Den haben wir leider nicht abgespeichert, ne? Von da kommen wir da nicht hin. Da müsste man hier so nach rechts abweichen irgendwie. Ne, da kommen wir an die... Da kommen wir mitten hier rein, also mit tot. Damit könnte man nach rechts. Das wäre dann ein teures Rezept auch, weil wir jetzt erstmal die Grundzutaten hierfür haben. Damit kämen wir erstmal dahin. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Hm. Damit kämen wir dahin. Ich meine, wir können es ja mal versuchen, was da rumkommt, wenn wir einfach nur mal gucken, was da oben ist. Ich entdecke mir noch irgendwas anderes. Schlomp. Wir sammeln ja noch ein bisschen XP ein. Ach, ich muss ja noch mal aufstehen. Ja.
Warum erinnert er mich keiner dran? Mensch, muss er nach oben? Oh. Das ist nicht schön. Da komme ich genau in die Knochen rein. Aber das, na, da unten sind auch noch welche. Ja, das müsste. Das müsste gehen. So. Da müssen wir auch wieder aufpassen. So. Hier ist was. Oh mein Gott. Ich habe einen Trank gefunden. Oh. Aber hier kämen wir nie rüber. Ne? Also bei dem Trank musste ich vielleicht von hier aus da reinschlängeln. Irgendwie mit so einem. Und sowas hier vielleicht. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal hier schlängeln. Oh mein Gott, das könnte gehen. Meister, nimm dieses Gewürz. Es könnte funktionieren. Ja, Igor, ich mache ja schon. Sortier du mal deine neuen Finger. So. Wah! Da ein Stück zu weit. Hier sind ein paar passende Bilder. Hä? Den Google für ein Problem. Ich muss gucken, dass ich gerade runterkomme dann. Was war das alles für ein Hugo? Scheiße, ich komme nicht mehr weiter. Damit würde ich jetzt nicht viel erreichen. Gut, machen wir mal, damit wir zumindest wissen, was für ein Trank das ist. Unsichtbarkeit. Oh, ich habe einen starken Hüpfen Unsichtbarkeitstrank gemacht. Ja, weil ich von dem einen ausgegangen bin. Okay. Aber dann wissen wir zumindest, hier ist Unsichtbarkeit. Okay. Na gut, dann machen wir den mal. Aber wir haben ja eh die ganzen Ressourcen verplempert. Dann haben wir nochmal... Oh. Oh mein Gott. Was haben wir gemacht? Was haben wir getan, Kinder? Wir haben einen Stufe 5 Zauber erschaffen. Schaffe einen Unsichtbarkeitstrank. Und wir haben nochmal einen so einen Kombinationstrank. Also wir können den sowohl als auch verkaufen dann. Für irgendjemand, der hüpfen oder Unsichtbarkeit oder unsichtbar sein will oder der unsichtbar hüpfen will. Ich muss wieder irgendeinen Turm hochhüpfen, aber keiner soll mich sehen. Weil die Treppe ist nicht geputzt oder so. Keine Ahnung, was für Ideen die Leute da haben. Okay, hier ist ein Unsichtbarkeitstrank. Was ist dann das? Gute Frage. Wie wir da hinkommen. Ach du grüne Neune, ey. Das ist auch eine gute Frage. Puh. Es wird immer verzwickter, je weiter man hier kommt. Und immer teurer so ein bisschen. Man braucht immer mehr Zutaten. Das ist ja auch spannend. Wie man hier zum Beispiel hinkommt. Hier hat man so richtige Mauer aus Knochen gezogen. Das ist ja fies. Die Entwickler hier sind ja ganz schön gemeine Leute. So, ich hab's nur mal gesagt. Die machen einen das nicht einfach. So, jetzt machen wir das hier noch, sonst... So, mehr Boni, die Erfahrung einbringen. Und wir sparen das. Erhöht den Sichtradius auf der Alchemiekarte. Dann würde ich das mal sparen und als nächstes das machen, damit wir hier mehr sehen. Hier ist auch wieder so ein Wirbel, wie man sieht. Haben wir hier noch etwas Neues entdeckt? Hm. Kann hier was sein? Die haben das auch so raffiniert gemacht, hier mit diesen Flecken, das ist schwer zu erkennen. Hm. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas. Hier sind so viele Bücher. Können wir von hier aus vielleicht irgendwie hin? Naja, gut. Interessant. Wir haben zumindest wieder was Neues gefunden. Wir haben nur ein Problem, wir können nichts abspeichern, weil wir brauchen dringend mehr Seiten. Ja, ich muss irgendwas hier von dem Unsinn hier löschen. Aber dann kommt irgendeiner und möchte unbedingt einen Hüpftrank haben. Ausgerechnet, wenn ich dann den dann gelöscht habe. Immer so. Ich brauche mehr Seiten. Na gut, wir haben ein bisschen Geld, wenn nochmal ein Alchemist kommt nächste Mal. Das war mal besser, oder? Naja, gut. Wir konnten nicht jeden bedienen. Also ist das im Leben. So, dann gehen wir wieder ins Bett. Wir auch, hoffentlich. Und das wäre wieder eine Folge von Potion Craft. Und wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben ein paar neue Tränke gefunden, durch Zufall unsere Karte erforscht. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal weiter, was wir noch so finden in unserem kleinen Alchemistenladen. Und ich hoffe, ihr schaut wieder vorbei. Kostet nur 140 Gold und es wird nicht gefälscht. Vielen Dank. Bye, bye.